Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir machen das jetzt wie angekündigt, Quest für Quest, und kümmern uns um den durchgeknallten Brandstifter. So, unsere Aufgabe ist natürlich, mit dem Hexersinn an seiner Schmiede zu suchen. Seine Schmiede wurde ja abgefackelt, und hier vorne können wir jetzt nach Hinweisen suchen mit unserem Hexersinn, der uns auch gleich mal hier so ein paar Kräuter zeigt, die wir hier nebenbei noch hier schnell einsammeln. Warum auch nicht? So, und jetzt müssen wir hier gucken, ob wir irgendwas finden. Ob etwas rot leuchtet da drinnen. Da können wir nichts sehen. Vielleicht können wir aber irgendwie da rein. Jetzt kann man auch hier mal gucken und was einsammeln vielleicht. Einen Moment. Ne, das ist alles Zeug, was wir jetzt gerade gar nicht gebrauchen können und was auch viel zu viel wiegt. So, hier kommen wir auch nicht rein. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, irgendwo hier muss ein Hinweis sein. Schau mich nicht so an! Was willst du denn, du kleiner Scheißer? Ah, hier haben wir schon Spuren. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. So, wir sollen also den Spuren folgen mit unserem Hexersinn. Das machen wir auch gerade. Da ist noch irgendwas. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Pisse und Schnaps, ist das nicht wunderbar? Eine ganz tolle Kombination. Hat so ein bisschen was von Sherlock Holmes, wenn man hier so die Spuren verfolgt. Okay. Er scheint hier ins Wasser geflüchtet zu sein. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Ja, meine ich. Doch hier liegt übrigens eine Schatzkiste. Die ist auch nicht auf eingezeichnet. Da ist eine Angel, Fischernetz und ein paar Oren. Oren kann man übrigens an einem bestimmten Punkt eintauschen gegen Kronen, gegen die richtige Währung. Vielleicht geht's hier weiter oder da vorne. Irgendwo müssen diese Spuren ja hinführen. Na, hier nicht. So, jetzt zeigt er uns noch schnell, wie man schwimmt. So, hier. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Da ist was aus dem Schiff gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Ja, Ertrunkene sind daher. Die greifen natürlich gerne Leute an. Die Spur führt wieder ins Dorf. Aha. Blut. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. So, da geht's lang. Bumm, da haben sie ihm den Kopf abgehauen. Mutant. So, hier scheint er sich zu verstecken. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. So, hier gehen wir jetzt rein und natürlich gucken wir. Das Pulver nehmen wir mal mit. Das ist ganz gut und ganz wichtig. Und hier ist er ja. Da ist der Verletzte. Das muss er sein. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Hab ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen.
Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Halte ich für keine gute Idee. Also ich glaube, ich habe ihn beruhigt, wo ich das erste Mal gespielt habe. Jetzt verpasse ich ihm Versuch eine. Versuch es doch, Bauer. So, da will er aber mir sofort aufs Maul hauen, der Schweinepriester. Ich glaube, es hackt, hä? Ja, ist aber, der hält aber ganz schön viel aus. Boah, und der stunt mich, der kleine Scheiße. Bring es zu Ende. Okay, okay. Du bist zu stark für mich, Junge. Bam. Okay. Trotzdem sind die Kämpfe schwer. Ich gebe auf, verdammt. Du hast mir die Nase gebrochen. Aber nicht die Beine. Also auf zum Schmied. Und lass dir raten, mach keinen Unfug. Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nap? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mache dir gute Preise. Ja, damit ist der Quest Durchgeknallter Brandstifter auch schon abgeschlossen. Wir haben ein paar Erfahrungspunkte gesammelt und auch 20 Kronen bekommen. Es ist jetzt noch nicht so viel am Anfang, aber immerhin besser als nichts. Und wir haben echt... Ich muss mal boxen. Oh ne, unsere Energie ist wieder voll. Okay, dann ist es ja gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part bei der nächsten Quest wieder. Bis dahin, Rinjahorn.